Hallo, Percy. Hallo, Lillibeth. Hallo, Major. Sie gehen nie ohne Ihre Nichten aus? Oh, aber es sind ganz wirklich meine Nichte. Oh, really? Hallo, hallo. Where's the Hausherr? I must see the Hausherr. Come on, Rupert. Let's go to him. I have to talk with him. Rupert, Rupert. Ja, ja, was steht zu Diensten? My dear, the alcohol is finished. This österreichische wine is great, really. Tja, Kumpoldskirchen ist keiner mehr da. Oh. Schade, ist solch ein herrliches Wein. Ja, in Österreich ist vieles herrlich, entschuldige. Surely, man sagt, der Wein und die Frau, also, die Natur und die Landschaft. Versuchen wir den einmal. Kommt, ich zeige euch was Besonderes. Das ist Schloss Frauensee. Da habe ich einen Sommer lang gewohnt. Oh, really? Entzückend. Romantisch. Lovely. Etwas Schöneres, Nobleres lässt sich auf der Welt nicht finden. Den Schlossherrn inbegriffen, einen Grafen Anton von Chur. How interesting. Leider ist er nicht sehr vermögend seit seinem Scheidungsskandal. Ah. Und so muss er das Schloss über den Sommer vermieten. Oh, Oh, da kommt Martina. Hallo, Mr. Rupert. Oh, das freut mich. Martina möchte sich ihre neuen Bilder ansehen. Tag, Rupert. Martina, hallo. Ein Paradies. Ein Paradies? Du musst es mieten. Ein Paradies mieten? Aber ich habe doch gar kein Geld. Martin, dann ist es doch kein Geld. Hübsch. Wonderful. Das richtige Ort für eine Hochzeitsreise. Was, Martina? Ach, machen Sie doch Ihre Hochzeitsreise mit wem Sie wollen. Mich ausgenommen natürlich. Aber das wissen Sie ja. Komm, Betsy. Tja. Hat wieder einmal ihre Launen. Hat sie. Take it easy. Danke. Oh, Patsy, come on! Ich war vor einem Monat da. Das war sehr schön. Ja, ja. Guten Abend. Tanzen Sie? Ja. Sind Sie ein Modell? Wieso? Na, ich meine eins von Ruperts Modellmädchen. Ich frage Sie auch nicht, wer Sie sind. Nein, aber ich sag's Ihnen trotzdem. Ich heiße Frederik. Ich heiße Martina. Schön. Das genügt. Bisschen langweilig hier. Ja, ziemlich. Ich möchte lieber mit Ihnen allein sein. Sind Sie immer so direkt? Natürlich. Das Leben ist viel zu kurz. Und ich bin entschlossen, von den knappen 80 bis 90 Jahren keine Minute zu verlieren. May I have a dance with you, Martina? Excuse me, sir. Wer ist sie denn? Martina Nissen, wenn dir das ein Begriff ist. Hat das etwas mit den Nissenwerken zu tun? Ja, ihr Vater hat seine Hamburger Fabriken mit Londoner Schwestergesellschaften fusioniert. Und Martina ist die Alleinerbin des ganzen Betriebes. Millionenschwer. Schade. Mhm. Und der Affe da drüben mit der Chrysantheme soll sie heiraten. Aha. Das war nett bei dir. Ich muss jetzt gehen. So lang. Servus. Frederik Fleury aus Kanada. Es war kein Engländer, aber trotzdem sehr begabt. Künstler? Nein, Techniker, Finder. Seine Erfindungen sollen großartig sein, aber niemand gibt ihm Geld dafür. Ich auch nicht. Selbstverständlich wird sie mich heiraten. Sie muss einfach. Schon aus geschäftlichen Interessen. Haha. Nissen und Barclay zusammen. Das bedeutet die Eroberung des Weltmarktes. Sie irren sich, Herr Barclay. Ich habe überhaupt keine geschäftlichen Interessen. Am wenigsten solche, die mich mit Ihnen in persönliche Verbindung bringen. Gute Nacht. Gute Nacht, Robert. Es war sehr nett. Ich danke Adieu. Dir. Adieu. Martina!
Martina! Martina, denk an das Schloss in Österreich! Ich bin Ihnen nachgefahren. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Gern? Ich kann hier nicht parken. Bitte steigen Sie doch ein. Hören Sie. Wollen Sie mich heiraten? Waren Sie keine Witze? Mache keine Witze. Ich hatte nur den Eindruck, dass Sie ein Mann sind, mit dem man vernünftig reden kann. Also reden Sie. Ich bin nämlich in einer scheußlichen Lage. Ich habe 3 Fabriken geerbt. Armes Kind. Ja, ich stehe aber unter der Vormundschaft einiger Advokaten, die mir in alles dreinreden, solange ich ledig bin. Außerdem soll ich diesen Barclay heiraten, weil das geschäftlich günstig wäre. Ich will aber nicht. Ich denke nicht daran. Kann ich verstehen. Nun steht aber im Testament, dass jede Vormundschaft erlischt, wenn ich verheiratet bin. Dann heiraten Sie doch in den nächstbesten Straßenkehrer. Das würde ich ja gern tun, aber mein Mann muss aus der Industrie sein. Oder wenigstens ein Techniker vom Fach. Jetzt verstehe ich. Wie ich höre, beschäftigen Sie sich doch mit technischen Erfindungen. Und wahrscheinlich wissen Sie auch, dass ich meine Modelle aus alten Konservenbüchsen mache. So ähnlich habe ich es mir gedacht. Beste Arbeitsmöglichkeiten in den Nissenwerken hätte ich Ihnen als Gegenleistung zu bieten. Natürlich würden wir über alles genaue Abmachungen treffen. Auch über den Termin unserer Scheidung. Hören Sie, es wäre sehr schade, wenn Sie die Sachen nicht ernst nehmen würden. Nein, im Gegenteil. Ich beginne gerade, sie ernst zu nehmen. Darum lache ich ja. Der Vorschlag ist gar nicht schlecht. Aber was geschieht, wenn einer von uns beiden sich verliebt? Ich meine, anderweitig. Ich bin schon verliebt. So. In wen denn? In einen Mann. Den ich heirate nach unserer Scheidung. Wie heißt der Mann? Bewe. Christian Bewe. Warum heiraten Sie ihn nicht gleich? Weil, er ist in Japan. Experte für japanische Kunst. Also Herr Bewe. Ja, das trifft sich gut, denn ich möchte auch heiraten. Na, natürlich erst, wenn ich zu etwas gebracht habe. Ah ja? Auch meine Braut ist derzeit in Übersee. Geschiedene Frau mit Kind. Hat aber trotzdem Humor. Eine Bierbrauerstochter. Charmante. Jetzt bin ich zu Hause. So. Na, alles andere besprechen wir dann morgen. Ich rufe Sie an. Gute Nacht, Frederik. Gute Nacht, Martina. Wie weit ist es noch bis Frauensee? 10 Kilometer. Herr Graf, was ich noch bemerken möchte, die Herrschaften sind Ausländer und sehr verwöhnt. Ja, ja, wir werden sie schon verwöhnen. Also du machst die Betten, nicht? Und du hilfst in der Küche. Und du hast die persönliche Betreuung, nicht? Wenn es oben Leute, da laufst du hinauf und fragst die Herrschaften, was sie wollen. Die sind nämlich aus London. Und wenn du nicht verstehst, was sie wollen, dann sagen sie ganz einfach, bitteschön, küss die Hand, nicht? Bitteschön, küss die Hand. Aber nicht mit so einem dummen Gesicht, nicht lieb. So, bitteschön, küss die Hand, nicht? Zeig einmal. Bitteschön, küss die Hand. So ist richtig so. Und jetzt geh zum Waschzeug anstelle ich. Auch dort, wo man es nicht sieht. Also geh mal. Also heute Abend im Club? Wart noch ein bisschen. Ich sag das dann, Mausi. Servus.
dass unser Gastwirt unverdorben, der bei mir im Sommer aushilft. Früher ist er als Kellner in der ganzen Welt herumgekommen. Herr Graf wird noch mit mir zufrieden sein. Ich habe doch in Wien Grand Hotel Herr von Karajan mit. Ja, ja, ich weiß, ja, und ich weiß. Außerdem werden Herr Graf sich ja persönlich um die Herrschaften bemühen. Darin irren Sie sich. Grüß dich. Guten Tag. Bitte, wer ist denn das? Das ist meine Tante Mathilde. Ja, aber was werden Sie denn da Ihren Gästen erzählen? Gar nichts. Meine Tante ist vollkommen harmlos. Ja, vollkommen harmlos. Außerdem pflege ich mich vor Ankunft meiner Gäste zu empfehlen. Ja, bitte, Herr Graf, das geht doch nicht. Servus, Karli. Servus. Herr Graf, ich habe doch den Herrschaften versprochen, dass Sie sich persönlich um Sie bemühen. Ja, ja, schon gut. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Herr Graf, es ist doch wichtig... Vielleicht gehen Sie inzwischen in mein Arbeitszimmer auf und schauen Sie die Kontrakte durch. Bitte sehr, Herr Graf. Sag einmal, wie kommst denn du hierher? Ich denke, du bist im Hinzinger Schlag. Ja, dort war ich. Das heißt, dort wäre ich auch, wenn mich die kleine Dings da nicht in ihr Boot eingeladen hätte. Bist du aber grantig? Man nimmt doch schließlich Ferien. Ja, aber nicht, um bei mir herumzulungern. Ich lungere nicht herum, ich habe den ganzen Tag zu tun. Ich will schon wieder mit dir streiten, ich habe keine Zeit dazu. Der Brunnen ist da wegen der Gäste. Du, das ist fein, Karli, dann hast du ja Geld. Die brauchen nämlich dringend... Hast du ein Feuer? Erstens einmal habe ich kein Geld und zweitens einmal möchte ich nicht deine liederliche Existenz unterstützen. Danke. Du tust nichts, du spielst, du trinkst, treibst dich mit den Mädeln in anrüchigen Lokalen herum. Schön wär's ja, aber leider gibt's in ganz Frauensee kein einziges anrüchiges Lokal. Und wenn die paar Mädels... Wenn du so weitermachst, wirst du wieder deine Stellung verlieren. Das wäre auch kein großer Verlust. Karli. Alles in Ordnung? Jawohl, Herr Graf, das Inventarverzeichnis wird da stimmen. Herr Graf, Sie werden doch nicht im Ernst... Was werde ich nicht im Ernst? Nein, nein, wo doch die Ausländer so interessiert sind an Ihnen. Die kommen doch eigens wegen Ihnen. Ach, reden Sie doch keinen Quatsch. Nein, nein, im Gegenteil. Ach ja, da. Bitte, seit Ihrem Scheidungsskandal in Amerika... Ich meine, seit dem Prozess mit der Bierbraustochter damals. Nun, hören Sie auf und ich schmeiße Sie raus. Aber das ist doch ein Reklam für uns. Bitte, Herr Graf, bitte. Herr Graf, wo wir doch das Geld so dringend brauchen. Ja, weil wir das Geld brauchen. Ja. Moment mal. Du, Ferdi, warte auf mich, ich habe dir noch was zu sagen. Ja, gut, ich komme. In Ordnung, Herr Brunner. Sie sollen Ihren Schlossherrn haben. Anke, Anke, ja, du musst das schöne Schaufenster sehen. All right. Excuse me, wo treffen wir uns nachher? Hier, beim Wagen. Oh, fine, I'll be back. I got to go first. Uncle, look so sweet. Let's buy diese Rüstung for das Land. Oh yes, I will buy it, my love. Buy it, please. I will. Oh, wonderful. Yeah. Lovely. Hey, listen. Hello. Bitte? Listen, was kostet diese Hut mit der langen Hucht? Diese Gamsbarthut, meinen Sie bitte? Yes, mit der Gamsbarthut. Ich möchte haben eine Dutzend als Souvenir für meine Freunde. Bitte? Come on, Schilder, let's buy the Gamsbart. Melde du nur ruhig dein Gespräch an. Ich gehe inzwischen ein bisschen durch den Ort. Wo treffen wir uns? Hier, nicht? Oder... Da drüben bei der Kirche, da warte ich auf dich. Schön. Ciao. Isn't she sweet in the dress? It is a wonderful dress. Ich sehe aus wie eine richtige Gamsbube. Hollerelletti. Ich habe sehr gute Nachrichten, mein Patent ist angenommen. Du, das freut mich aber, Frederik. Ich gratuliere dir. Du freust dich doch auch, ja? Na ja. Ich möchte, dass wir hier allein wären. Du bist ja wie umgewandelt. Na ja, ich glaube, ich bin glücklich. Sag mal, warum hast du mich eben nur schwesterlich geküsst? Weil ich so fühle. Außerdem, wenn ich dich anders küssen würde, wäre das wenig fair gegen diese Frauen übersehen, nicht? Naja, natürlich. Schau doch mal, wie hübsch. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich? Bitte sehr. Danke. Jedes dieser Lichter ist ein Wunsch. Ein brennender Wunsch. Glaubst du, dass auch nur einer davon in Erfüllung geht? Sicher? Dazu brennen sie ja.
So, noch eine für dich und deine Arbeit. Dank dir. Eine saubere Frau hat der Knäher, aber der Knäher ist auch sehr fesch. Kinder haben es noch keine, gell? Nein, noch nicht. Bitte schön. Danke schon, du. Vergelt's gut. Warum läufst du so? Sicher hat sie geglaubt, dass wir uns Kinder gewünscht haben. Also müsste wirklich ein Wunder geschehen. Sie kommen! Also los, stellt euch alle auf. Ja, stellt euch auf. Spür mal. Christian. Ah, die Damen in Tracht, bezaubernd. Guten Tag. Mein Name ist Kur. Oh, Sie sind Graf Kur. Ja, willkommen in Frauensee. Bitte, der Unverdorben führt Sie hinein. Hallo. Grüß Gott. Wenigste ohne Tracht, hey, besonders Sie. Charmant. Kur. Flori, freue mich sehr. Ja. Bitte, darf ich Sie hinein begleiten? Hey, Anke, komm mal an! Sehr schön ist das wirklich. Schön, ja. Ein bisschen einsam meistens. Im Augenblick Gott sei Dank nicht. Wie lange haben Sie das Schloss? Noch nicht lange. Nur ein paar hundert Jahre. Bitte hier, please. Wenn ich Sie bitten darf, bitte hier. Sehr schön. Quite interesting. It's very nice. Komm, Barbara, trag die Koffer schon voraus. Oh, wonderful. It's antique. Ist hier ein Bad? Ein Bad? Selbstverständlich, gnädiges Fräulein. Wir haben zwei Bäder im Haus. Das eine funktioniert sogar und das andere wird auch bald in Betrieb sein. Allerdings glaube ich erst in einem Jahr. Wir sind nämlich sehr konservativ. Konservativ? Ja, was die Herrschaften besonders interessieren wird, wir haben die erste Etage vollkommen antik belassen. Oh, that's fine. Ja, mit Kerzenbeleuchtung. Oh, how romantic. With candlelights. Oh, what's that? A ghost. Der Geist von diesem Schloss. Ja, die sind preis mit ihm begriffen. Aber sonst völlig harmlos. Darf ich die Herrschaften hinaufbitten? Oben sind die Zimmer. Ein Schloss mit einem Geist und alles sind die Preis inbegriffen. Oh, das ist sehr billig. Bei uns in Schottland, da kostet eine Geist. So, also für das junge Paar haben wir ein besonders schönes Appartement vorbereitet, ja? Ja. Und ein sehr gutes Bettgestell. Das quietscht gar nicht. Ja. Schon Napoleon soll darin geschlafen haben, aber wo hat er nicht geschlafen? Ja, aber trotzdem würde ich vorziehen, in ein höher gelegenes Zimmer zu schlafen. Ein Turmzimmer oder sowas. Hm? Was sagst du dazu? Ja? Ja, da müssen wir jetzt weit ins Bett hinaufschöpfen. Ja, natürlich. Ja, wenn die Herrschaften es wünschen. Nein, meine Frau wird sicher viel lieber hier unten schlafen. Viel lieber, ja. Dann hat sie alles bestens gelöst. Ja, na, dann ist sie alles bestens gelöst, ne? Christian. Christian. Wiedersehen. Komische Hochzeitsreise. Aus. Ja. Dann, Bitte? Darf ich mich verabschieden? Ist ja wirklich reizend, wie rasch du diese Sache gelöst hast. Wirklich. Ja, liebe Martina, in dem Punkt sind wir völlig einig. Ausnahmsweise. Küss die Hand. Sorry. Yeah. Oh. Wer ist es? Ja, bitte küsst die Hand. Wo ist es? Was? No, I can't find it. Ich kann nicht finden es. Ja, bitte küsst die Hand. No, ich küsst die Hand. Ich kann nicht finden es.
Ah, ja, da gerade raus, dann rauf, ja? Dann runter und dann gleich vis-à-vis. Oh, upstairs, straight ahead, downstairs. Oh, thanks. Küss die Hand. It's a long way to the Borelli. It's a long way to go. Rein. Grüß dich, Gnädigste. Ich wollte nur fragen, ob alles in Ordnung ist. Danke, bestens. Das freut mich. Sagen Sie, wissen das auf dem Bild hier? Ach, das ist ein ganz entfernter Verwandter von mir. Ich nehme ihn gleich mit. Oh, dann lassen Sie nur. Stört mich ja nicht. Sieht sehr gut aus. Ja, das tut er. Was ich noch sagen wollte, falls Sie noch irgendwelche Wünsche haben sollten, bitte zu läuten. Falls niemand mehr auf sein sollte, zu klopfen. Ich wohne nämlich schräg vis-à-vis. Danke, ist sehr nett. Ich werde Sie bestimmt nicht stören. Schade. Gute Nacht, Graf Kur. Gute Nacht, Gnädigste. Die Rose, der Rose. Bin völlig harmlos. Die Mode, getrennt zu schlafen, ist unmoralisch. Alles. Ich passe auf die Kuchenmenschen auf. Auf wen? Auf die Küchenmädchen, ja, und aufs Menü und auf alles, ja. Ein Moment, macht's weiter. Ein Moment. Hallo. So, bitte, darf ich bitte da hineingehen? Ja, aber bitte schön, so. Und Sie auch? Darf ich bitte? Das ist okay, ich sag schon rein, sowas. Das ist doch unsere Kabine. Die ist jetzt besetzt. Why? Why, why? Weil sie jetzt besetzt ist. Oh. Riecht nach Harz hier. Schön ist das, nicht? Ja, sehr schön. Das Wasser ist wunderbar. Man fühlt sich wie ein Lachs. Geht's dir gut? Findest du es fair, eine Situation so auszunutzen? Auszunutzen? Ich hätte gestern Gelegenheit gehabt, mich bei dir einzuquartieren. Oh, das hätte ich ja nie zugelassen. Hätte. Ich habe es nicht getan. Ich respektiere unsere Abmachung. Ich bin gemerkt. Das war eine lästliche Sünde. Ach, lästlich oder nicht. Ich wünsche, dass unsere Abmachungen eingehalten werden. Wait for me. Bob. Komm. Ach, Bob. Ihr könnt ja inzwischen ein bisschen spazieren gehen. Ich will bloß rein was fragen. Bin gleich wieder da. Wenn du gleich wiederkommst, dann bleibst du ewig fort. Was soll ich denn so lange machen? Schau, Bobby. Geh doch einstweilen ein bisschen zum See spielen. Da gibt's sicher was Interessantes zu sehen, aber fall nicht rein. Ja, wenn ich allein gehen könnte. Bob. Ach, Bobbylein, bitte sei doch nett zu Miss Gunn. Bin ich ja. Aber sie sieht immer so aus wie ein beleidigtes Krokodil. Nein! Boom! What a child!
Ist da niemand? Ja, bitte. Ich möchte Graf Kur sprechen. Dem steht nichts im Wege. Ich freue mich außerordentlich, Gnädigste kennenzulernen. Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie Graf Kur sind. Doch. Aber Sie sind doch nicht der Besitzer dieses Schlosses. Warum vermuten Sie das? Weil ich ihn kenne. Aha. Ich bin nämlich seine Frau. Gewesen drüben in Amerika. Machen Sie den Mund zu, wir sind geschieden. Vielleicht haben Sie mal davon gehört. Wollen Sie mir jetzt sagen, wo ich Karl Anton finde? Wenn ich es wüsste, ja, würde ich es Ihnen auch nicht sagen. Aber ich weiß es leider nicht. Und wer sind Sie wirklich? Das sage ich Ihnen gleich, aber darf ich Ihnen zuerst etwas zu trinken anbieten? Ein Drink? Ja. Glänzende Idee, immer genau das, was ich brauche. Und was wäre Ihnen sympathisch? Wermut? Korn? Kirsch? Oder mixen wir uns etwas? Mixen wir uns etwas? Ja, gut. Babal, Babal! Ein Soda vom Eis. Nein, nein, denn es ist eine drin. Was für eine? Eine vom Ferry, der hat ja so viele. Ferry, Ferry, du sprichst aber abfällig vom Herrn Grafen. Nein, vom Ferry. Er hat ja auch überall eine. Er hat eine in Gießen, der hat eine in Salzburg, der hat eine in... Das geht dich einen Schmarrn an. Jetzt geh und tummel dich. Ja, geh ja schon. Nimm dir das saubere Schürzen. Wissen Sie, ich spiele nämlich den Schlossherrn hier. In Vertretung so, sozusagen. Weil der Karli ausgerissen ist. Aber sagen Sie es bitte niemand. Natürlich nicht. Aber er kommt doch mal wieder. Verzeihung. Freiwillig bestimmt nicht, aber Ihnen zuliebe lasse ich ihn zu. Das ist aber reizend. Und was tue ich inzwischen? Sie bleiben natürlich hier, sind ja genug Zimmer frei. Ich habe aber meinen Sohn mit und Miss Gani die Gouvernante und den Chauffeur. Das macht doch nichts, doch sehr schön hier. Wunderbar, ich kenn's zur Genüge. Hier wäre das Soda und das Eis, bittchen. Wo soll ich denn hingeben? Dank dir schön, Mausi. Ah, Mausi? Ah, so ein kleines Wärtchen. Kostet nichts und macht dir da Freude. Und Sie bereiten so gern Freude. Ja. Viel oder wenig? Ein wenig, bitte. So, jetzt muss ich mich aber doch um meinen Sohn kümmern. Seinetwegen bin ich nämlich hierher gekommen. Ja? Ja. Wissen Sie, ich habe damals wegen des Jungen endlos prozessiert. Und ich habe ihn Karl Anton weggenommen. Ja, ja. Und ihm damit einen Tiefschlag versetzt, den er bis heute nicht verwunden hat. Naja, wir wollen nicht mehr von den alten Geschichten reden. Ich finde es jedenfalls bezaubernd, dass Sie hier sind. Prost. Prost. Sie sind ganz sympathisch. Danke. Sie bleiben also. Ja. Aber ich möchte nicht, dass man hier weiß, wer ich bin. Jedenfalls nicht, bevor ich mit Karl Anton gesprochen habe. Gut, also nicht Gräfin Kur, sondern... Mrs. Miller. Mrs. Miller aus Milwaukee, früher mal Müller aus Dortmund. Bier. Bitte. Dankeschön. Was die Tante Mathilde angeht... Die gibt's noch? Natürlich. Sie ist ein bisschen hier, ja, aber süß. Weiß. Sie wird sie bestimmt nicht erkennen. Hoffentlich. Gut, also, darf ich die Zimmer herrichten lassen? Ja, so lang. Christian. Friedrich! Jessica! Wo kommen Sie denn her? Das ist deutlich. Wie reizend. Sie scheinen nicht sehr erfreut zu sein über unser Wiedersehen. Doch, doch, aber ich bitte Sie, wir kennen uns nicht. Mich? Nein, ich habe Ihren Namen missbraucht. Ich habe behauptet, ich wäre mit Ihnen verlobt. Das ist sehr amüsant, aber warum denn? Erkläre später, ja? Wir haben uns nie gesehen. Nein, nein, nie. In Ordnung. Das ist meine Frau. Hallo? Hallo. Jessica Miller. Sind Sie auch Gast im Schloss? Ja, für kurze Zeit. Aha. Ist wunderschön hier. Hm, wunderschön. Bob, Bobby, wir bleiben hier. Oh, nein, Mami. Mein Gott, Kind, wie siehst du wieder aus? Sehr entsetzlich. Oh, Miss Gani, Sie müssen besser auf das Kind aufpassen. Bringen Sie ihn auf sein Zimmer und waschen Sie ihn. So. Na, ich gehe besser gleich mit. So, Frederik, wir sprechen uns noch. Oh, Frederik, wo ist Ihre Frau? Hineingegangen mit einem neuen Gast. Gast? Männchen oder Weibchen? Weibchen. Oh, oh, no. Das sind wir selber. Ja? Darf ich? Bitte? Oder störe ich? Nein, nein. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Das ist nett von dir. Habe ich für dich gepflückt. Ach, die sind aber hübsch. Ich danke dir schön. Du siehst 13 aus. Ja? Du strahlst ja richtig. Wer ist das? Das? Ist er das? Er? Ja, ja, das ist er. Das ist er.
stehle es doch richtig auf. Du schreibst ihm oft. Ich habe ihm ja viel zu erzählen. Ich bring dir gerne den Brief zur Post. Du, das ist wirklich nicht nötig. Man legt hier die Post in eine Silberschale in der Halle, da wird sie abgeholt. Ja. Achso, das ist Herr Bever. Sieht sehr gut aus. Nicht? Du hast Geschmack. Hast du was anderes erwartet? Da du mich geheiratet hast, nein. Christian Bever. So, jetzt muss ich gehen. Ihr heiratet ja morgen. Wir hoffen, der Herr Graf kommt auch. Die Mutter richtet nämlich eine große Hochzeit her. Es wäre schön, wenn ihr alle miteinander kommen tät. Kann schon sein, dass ich mir so schöne Hochzeit nicht entgehen lasse. Gute Nacht miteinander. Ich bringe die neue Stickel hinunter. Das begreife ich nicht, dass so ein Herrn wie den Herrn Grafen bei uns da herumgefreut. Das will ich dir sagen, Alois. Weil es mich halt gefreut. Ach so. Aber ein schönes Leben haben schon die feinen Leute. Hm. Auch nicht schöner als wir. Schlafen können, den halben Tag. Dafür schlafen sie nicht in der Nacht. Darf ich Ihnen nachgießen? Heute lege ich Wert auf einen kleinen Schwips. Sehr vernünftig. Ein Schwips ist immer gut. Die, wann's Tee ist, mein Lieber. Ein dümmeres Abkommen ist Ihnen wohl nicht eingefallen. Dumm war es nicht anfangs. Sie wollte frei sein, um Ihren Bever zu heiraten. Hab's kapiert. Und Sie haben sich als Gegenschlag mit einer Braut eingedeckt und damit ausgerechnet ich Ihnen eingefallen. Na ja, ich hätte Sie in so nette Erinnerung. War ja auch ein reizender Abend damals. Trinken wir drauf. Oh, Johnny, können Sie mixen eine schwarze Hund? No. No? Und ich will mixen eine. Hallo, möchten Sie haben eine schwarze Hund? Oh, ja. Yes, and you? Nein, nein, lieber ein Whisky. Oh, Whisky, all right, shall I have Whisky? Now, come on, Johnny, I'll show you how to mix the schwarze Hund. Ja. Jessica. Oh, armer kleiner schwarzer Hund. Sie haben sich in sie verliebt. Und wie? Haben Sie schon mal versucht, was in solchen Fällen erfolgreich ist? Charmante Gewalt? Ich habe alles versucht. Eifersucht? Zu kindisch. Ladies and gentlemen, girls and boys, Mrs. and Mississippis. Now special for the English guests, an original English song. I take a trip to lovely Österreich, brought my little baby, she's at home, 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 ganz alone. Before I go, I said, I'm coming, guys, but she said, only maybe, she's at home, 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 ganz alone. Now I was in Vienna, in Fuschl by the Senna, I was yodeling from the mountains, thousand miles. The Alpen view was pretty, I was in Salzburg City, seen a Jedermann by Hugo Hoffmannsthal. My little baby is at home alone, is waiting for her lover, and I try to find a telephone in town. Want to call my dear today and tell her that I'll have heard it, I'll be home, home, home in London town. Nun sehen Sie eine Fernsehübertragung aus dem tiefsten Afrika. Sir Archibald Ramspeaker mit seinen schwachsinnigen Treibern auf Schürzenjagd. Come on. Hey, I don't want to be a driver. I think you take a lovely Österreich, not my little baby. She said, home, 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 ganz alone. Before I go, I said, I'm coming back. But she said, only maybe. She said, home, 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 ganz alone. Now I was in Vienna, in Fuschl by the Senna. I was shooting from the mountains, thousand miles. The Alpen Glen was pretty. I was in Salzburg City. Seen a Jedermann by Hugo Hoffmannsthal. My little baby is at home alone, is waiting for her lover, and I try to find a telephone in town. Want to call my dear today, and tell her that I love her, and I'll be home, 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 home in London town. Eine Runde für die Sängerknaben. Vieles Rundes für die Sängerknaben. Sie sind zu düster, mein Lieber. Mit Düsternis bricht man keine Herzen. Prost.
Nett, die drei, ne? Reizend, ja. Die leben in Milwaukee? Oh ja, schon ziemlich lange. Kein kleines, aber ein sehr gemütliches Städtchen. Jeder kennt jeden. Kennen Sie zufällig eine junge Frau, Bea Brauers Tochter, geschieden, mit Kind? Ob ich die kenne? Beinahe so gut wie mich selber. Naja, wir sind beide geschieden. Das bindet. Eine hinreißende Person. Also ich jedenfalls finde sie hinreißend. Zieh doch auf. Ich glaube, für heute habe ich wirklich genug getrunken. Du übrigens auch, Friedrich. Aber lass dich nicht stören. Was haben Sie denn? Sie schauen mich ja an wie ein gereizter Puma, statt sich zu freuen. Merken Sie denn nichts? Sie ist ja eifersüchtig. Noch ein ganzes Rundes für die Sägerknaben her. Und eine schwarze Hand für uns zu. Es müsste schön sein, jetzt dahin aufzusteigen. Jetzt, Darling, ist genau der Moment, wo ein vernünftiger Mensch schlafen geht. Dann bin ich eben unvernünftig. Hallo, Frederick. Oh, du musst jetzt trinken und einen schwarzen Hund. Hallo, Charlie, zwei schwarze Hunde fahren. Zwei Whisky, bitte. Hallo. Gott sei Dank. Wieso? Dieser Frederick ist ein bisschen anstrengend. Sie passen schon eher zu mir. Das freut mich aber. Etwas Ähnliches habe ich gleich gespürt. Ich Danke. Glaube, Sie taugen nicht viel. Nicht sehr viel. Ich auch nicht. Herr Graf, schauen Sie mal da rauf, da bewegt sich was. Vielleicht sind es Gamsen. Keine Gamsen. Ein Frauenzimmer ist. Martina. Haben Sie meine Frau gesehen? Nein, seitdem die Frau weggegangen ist, habe ich sie nicht mehr gesehen. Ist sie weg? Na, weg ist sie nicht. Sie ist ein bisschen spazieren gegangen in die Luft, ein bisschen Ausluft hier. Ne? Ja, aber die kommt schon wieder. Ja. Noch lassen. Kommen Sie. Wird's denn gehen? Mm.
Danke schön. Ich hätte längst aufstehen können. Ich fühle mich schon wieder ganz frisch. Es ist nur so wunderbar still hier. Bleiben Sie ruhig liegen. Ich sitze auch gerne hier. Und drück mich von der Arbeit. Was ist denn das? Das ist ein Erbstück. Ein Amulett? Nein, nicht ganz. Aber ein Zauber liegt schon drin. Was sind für ein Zauber? Der Glaube an das, was bleibt. Wenn ich das anfasse, dann weiß ich, dass nichts wirklich verloren geht und dass nichts aufhört, woran man sich erinnert. Sonderbar. Sie erinnern mich an jemanden, den ich schon irgendwo gesehen habe. Vielleicht im Traum? Vielleicht träume ich jetzt. Ist das Ihre Hütte? Ja. Darf ich die mal sehen? Bitte schön. Ich gehe jetzt wieder. Ja, ist gut. Und vielen Dank noch. Ich höre. Ha, Jäger sind Sie auch? Hm. Wem gehört denn die Jagd hier? Dem Grafen Kuhl. Sind Sie bei ihm in Stellung? So ähnlich. Das ist schönes Brot. Ich habe einen Hunger. Was machen wir denn da? Die Leute essen erst um 12. Kleines Stückchen. Bitte gern. Da steht Honig. Danke. Und Schnaps haben wir auch. Ja, wunderbar. Wollen Sie einen Teller? Brauchen wir doch nicht. Aber mit Gläsern hapert's. Trinken wir eben aus der Flasche. Sie sind nicht abergläubisch, was? Nein, nicht die Spur. Schade. Warum? Aus derselben Flasche trinken bedeutet im Volksglauben, dass einer den anderen nicht mehr vergisst. Dafür brauche ich keinen Volksglauben. Ich meine, Sie haben mich doch geholt von da oben. Ohne Sie wäre... Wer steigt denn da auch hinauf? Das war dumm von mir. Sie hatten die Plage. Die Plage war sehr schön. Sie sind doch kein gewöhnlicher Jäger oder Holzfäller. Wieso? Sehe ich anders aus? Sie wirken wie ein Herr. So wirken viele hier. Kann sein. Für mich sind Sie... Was? Was bin ich? Der Berggeist, der auftaucht, wenn jemand in Gefahr ist. So, ich muss jetzt wirklich heim. Sie sorgen sich sonst. Kommen Sie nie ins Dorf hinunter oder nach vorne? Mm-mm. Den Berggeist trifft man nur einmal sonst. Nutzt er sich ab? Finden Sie heim? Natürlich. Man sieht ja das Schloss von hier. Du, Jack. No, I, Jack. Jack. No, Jack. Riechen tut er gut. I, Wabi. You, baby? Nein, Wabi. Ah, Wabi. Ja. I like you, Wabi. Was hat er gesagt? Ich bin Atalantus, der König der Berge. Erhabener Herr, entführe uns zu lichten Höhen. Nimmermehr. Solange ihr verhaftet seid dem weltlichen Getriebe. Erlösung bringet nur die Liebe. Jetzt musst du aber ein feines Gewitter machen. Unterbrich mich nicht. Jetzt kommt kein Gewitter, jetzt kommt Musik. Also spiel du was auf der Zither. Bobby! Ja? Was ist denn? Komm herunter, wir fahren. Ich kann jetzt nicht. Ich muss hier zittern. Fahr du allein. Also schön, zitter weiter. Aber komm dann später mit Miss Gani nach. Ich schicke euch den Wagen. Ja. Bye, bye. Well, wie lange sollen wir hier noch warten? Länger. Die ganze Zeit. Hallo, Barbie, fahren Sie auf die Hochzeit. Ja. Wait a minute, I come with you. Hallo. Oh, hey, ach, hey, are you doing? Are you crazy? Mrs. Miller, Jessica. Ja? Ein Telegramm für Sie. Oh, danke schön. Um Gottes Willen. Was Unangenehmes? Ja, ich muss unbedingt verhindern, dass er hierher kommt. Um wen dreht sich's denn? Um Nathanael, er kommt mit dem Abendzug hier an. Und wer ist Nathanael? Ja, wer ist Nathanael? Das ist eine Art Prediger, kein wirklicher. In Wirklichkeit ist er ein großer Gangster. Ein Sektengründer, die es bei uns drüben reichlich gibt. Hier kennt man sowas gar nicht. Jetzt ist er mir nachgereist und
wird sehr schwer sein, ihn loszukriegen. Jessica, im Loskriegen habe ich eine gewisse Erfahrung. Oh, Sie kennen Nathanael nicht. Da kommt so ein Kerl nach Milwaukee und tobt und wettert gegen den Alkohol, besonders gegen Bier. Dabei lebe ich doch vom Bier. Sie leben vom Bier? Ja, ich meine davon, dass die Leute Bier trinken. Ja, natürlich. Was soll ich denn machen? Ich musste doch freundlich zu ihm sein, um ihn einzuwickeln. Jetzt bildet er sich ein, dass er mit mir verlobt ist. Jessica? Na ja, das bildet er sich ein. Ich bin ein Opfer meines Berufs. Er hat massenhaft Anhänger und seit er aufgehört hat, den Alkohol einen Lasterschlauch zu nennen, mit dem man in die Hölle gespritzt wird. Einen Lasterschlauch? Naja, seither ist der Umsatz wieder gestiegen. Aber ich bin völlig in seinen Händen. Hallo, Kinder. Wo sind denn die anderen? I don't know. Ja. Verstehe ich nicht. Frederik und Martina. Lassen Sie sich sagen, Frederik, Sie aber auch einen da. Ja, der ist noch nicht gut. Herunter. Der hängt noch im Seil. Ja, ist schon so spät. Oh, Frederik, wir warten schon auf Sie. Ja, Martina ist noch nicht zurück. Ich muss Sie suchen. Wieso? Sie wollte doch nur... Sie wollte in die Berge. Sie hat sich bestimmt verwirrt. Ach. Ja, es steht ein Unglücksfall bevor. Aber es muss kein tödlicher sein. Unsinn. Natürlich. Also, ich gehe. Moment, Frederik. Wir gehen natürlich mit. Selbstverständlich. Da ist sie. Ja. Hallo. Da ist sie. Sehr schön. Na also, Gott sei Dank. Martina. Was ist denn? Hast du dich gesorgt? Das darfst du nie wieder tun. Nie wieder. Aber Frederik... Du musst dich umziehen. Wir sehen uns später. Salon, bis später. Ich habe mich sehr um dich gesorgt. Ich bin dem Berggeist begegnet. Hast du dir was gewünscht? Bei einem Berggeist hat man drei Wünschen frei. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Schade. Ich bin kein Berggeist, aber ich habe dir trotzdem einen Wunsch erfüllen können. Ich habe zwei Karten für den Museum Jedermann. Wie schön. Also, Sie haben einen Reiz. Die muss schon sagen, einen exterritorialen Reiz. Ja. Oh. Und eine Figur, also wirklich sauber. Hm? Zu einem kleinen Flirt wäre ich gern bereit. Oh. Ja, jetzt red nicht so viel. Komm, gib mir ein Puzzle. Oh. Und da liegt sie. Oh. So, na, so komm. Bitte nicht. Also dann los. Es wäre nur wegen Fremdenverkehr gewesen, ne? Den Wigwam und kocht. Wo ist denn der Wigwam? Na da natürlich. Meine roten Brüder schleichen durch die Prärie und singen die Bleichgesichter und Achtung, Vorsicht, da kommt einer. Ein Fremder. Juwa, Juwa, ein fremdes Bleichgesicht. Achtung, Vorsicht. Los jetzt und singen. Mann. Wer bist denn du? Ich bin Winnetou, der Häuptling der Apachen. Ach so, also schön. Mein roter Bruder. Ich bin Old Shatterhand. Wo hast du denn den Henry-Stutzen? In meinem Wigwam auf den Bergen. Und was tust du hier? Ich muss rasch ins Haus und etwas holen, was ich vergessen habe. Ist das auch wahr? Ehrenwort? Großes Ehrenwort. Befreit ihn. Das ist aber schön von dir, dass du so gut auf das Haus aufpasst. Am besten du führst mich selbst rein und bringst mich zum Unverdorben. Okay. Ihr wartet am Steg, das heißt am Silbersee. Juwa Uwa! Juwa Uwa! Komm, pass auf, dass mich niemand sieht. Bob! Rasch, nieder! Bobby! Bob! Bobby! Bob! Wo bist du? Bobby! Du heißt Bob? Ja, warum? Mach nur so. Ich kenne auch einen Jungen, der Bob heißt. Also los! Hier ist es, der Herr Graf. Red nicht so laut, ich will nicht gesehen werden. Ich halte draußen Wache. Ja, tu das, mein roter Bruder. Netter Bub, was? Wohnt jemand im RM-Zimmer? Ja, die angeblich Neuvermählte. Ach. Ja.
Ist es die junge Frau, die heute auf dem Berg war? Ja. Sie schlaft unten und er schlaft oben. Also Zustände sind das, Herr Graf. Zustände, wenn ich da bedenke, wie der Lord Halifax die Comtesse Dubski geheiratet hat. Da war in der Nacht ein Schrei, ein marktdurchdringender Schrei. Geh heute den Mund, ja? Hol meinen schwarzen Anzug und alles, was dazugehört. Ich gehe auf die Hochzeit von Franzl. Genau dort sind die Herrschaften hingegangen. Tatsächlich? Ja. Alle? Ja, alle. Bis auf das junge Paar, die am Karten für den Mondseher jedermann. So? Ja. Na, hol mir ein Taxi. Ach, der Herr Graf kehrt in die menschliche Gesellschaft zurück? Nein, nur heute Abend. Aha. Morgen bin ich wieder auf dem Berg. Ich habe keine richtige Ruhe. Karo, wenn man Karo hat, muss man es lassen. Hm? Taxi. Die Gebühr für Mr. Dobbs. Mr. Dobbs, Ihre Gesprächsgebühr, bitte. Thank you very much. Bitte sehr. Danke. Danke. Nathaniel Dobbs. Sie haben Dobbs. D-O-B-B-S. Ich bin der Begründer des weltumfassenden Kontritionismus. Sie kennen Kontritionismus. C-O-N ohne K. Es stammt von Kontritio. Wie sagt man auf Deutsch? Die Zerknirschung. Wir leben alle falsch. Der Kontritionismus verlangt entschlackte, keimfreie, durch andauernde Spülung gereinigte Seelen. Meine Organisation in Übersee hat ein Aktienkapital von 3,5 Millionen. Ich persönlich verdiene $20,000. Im Monat? In der Woche. Daraus können Sie sehen, dass meine Lehre aus einem dringenden Bedürfnis entspringt. Das ist er. Machen Sie sich keine Sorgen. Ah, hier sehen Sie eine Seele, die mit mir innig verbunden ist. Aus Dank, dass ich Sie gerettet habe aus... Oh, be quiet. Interessiert doch keinen Menschen, woraus Sie mich gerettet haben. Bitte, danke sehr. Finished, thank you. Eine innere Stimme hat mich gerufen. Ich fühlte, dass Sie mich brauchen. Sie haben getrunken. Kümmel, in Frauensee gibt es eine ausgezeichnete Sorte. Sollten Sie mal versuchen. Darf ich bekannt machen? Graf Kur. Sie sind der Graf Kur? Aber ja. Nein, sein Vetter. Den richtigen habe ich noch gar nicht gefunden. What can I do for you? Was wünscht Sie von mir? Von Ihnen überhaupt nichts. Ich möchte gerne mit Mrs. Miller zur Hochzeit. Hm? Hochzeit? Ja, zu einer höchst ehrenwerten Bauernhochzeit. Ja. Auf Begleitung, jungen Damen, müssen Sie verzichten. In diesem Augenblick gerade die Stunde der Buße. Trotzdem schlage ich vor, wir trinken zuerst einmal einen Tropfen. Trinken wir einen Tropfen? Außerdem habe ich leider derzeit nichts zu bereuen. Na also, gehen wir sündigen. Dran. Ist denn das so schlimm? Na, ich hätte mich darüber gefreut. Die halbe Vorstellung ist jetzt vorbei. Dank deiner morgendlichen Eskapade. Ist das ein Grund, in einer solchen Laune zu sein? Ich bin in keiner Laune. Du hattest die Freundlichkeit, mir pausenlos 5-mal deine Geschichte zu erzählen von heute früh. Verzeih, ich wusste nicht, dass ich dich damit so gelangweilt habe. Doch, das ist dir gelungen. Was suchst du denn? Die Karten. Ach, die hab ich ja, entschuldige. Ich weiß wirklich nicht, warum man zusammen weggeht, wenn man sich doch nur ärgern und kränken will. Ich weiß es genau, weil wir die Karten haben und ich zu höflich bin, dich allein zu lassen. Ach, auf Höflichkeit wird verzichtet. Du sollst mir doch kein Opfer bringen. Es zwingt dich ja niemand, hier zu bleiben. Wenn es dir lieber ist, dass ich gehe? Jedenfalls hindere ich dich nicht daran. Na schön. Es hat wirklich keinen Sinn mehr. Bitte. Programm, bitte. Ja. Morgen bin ich dann so frei... Und geh zum Doktor, aber gleich. Ja, tu es, mein lieber Jedermann. Ich müsst vor Angst und Sorg vergehen, wann ich dich so müsst öfter sehen. Dein Geschau ist starr und fürchterlich. Zweck, was willst du so strafen, mich? Die Strafen? Na, haben die so gern. Schier mehr als wir mein Augenstern. Die haben mir nur so denkt bei mir, wie es etwa war, also bei dir. Wann du auf einmal kriegst, die kund, das Sterben ihm ist in der Stunde. Um Christi Willen, was freut dich an? Mein einzig lieber Jedermann. Ich bin bei dir, ich gehör du dein. Und so wie heute soll es ewig sein. Um Gottes Willen, sag mir, mein Lieb, warum wird jetzt das Licht so trüb? Wer schleicht denn hinter mir sich an? So seltsam geht bei uns kein Mann. Ei, Jedermann,
bist so fröhlich, dein Mut. Hast deinen Schöpfer ganz vergessen? Wer fragt nach mir? Aus welchem Grund? Warum um das in derer Stund? Von deines Schöpfers Majestät ein Bote hinter dir jetzt steht. Psst, nicht fragen. Ihn ausgesandt in Eilen. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich derselbe bin. Ja, natürlich sind sie derselbe, wenn sie der Anzug auch verändert. Aber zwei Begegnungen am selben Tag, ohne Verabredung, sind eigentlich seltsam. Sehr seltsam. Sind Sie allein? Ja. So allein wie heute Morgen? Ja. Jetzt kann ich Sie leider nicht in die Arme nehmen. Nein. Ich kenne die gar nicht an als Boot. Wer bist denn du? Ich bin der Tod. Ich scheue keinen Mann, ich trete jeden an und ich verschone keinen. My friend is your friend. Yes, yes. My bear is your bear. Yes, yes. And your girl is my girl. Yes, yes. Yeah! Darf ich bitten? Nur ab, und Sie begehren mich? Gestatten Sie? Bitte. Darf ich bitten? Danke, ich tanze jetzt nicht. Der Alkohol, mein junger Freund, ist verwerflich, aber verwendbar. Als Propagandamittel. Wenn ich jetzt aufstehe und predige, fallen die alle auf die Knie. Ja, das glaube ich bestimmt. Bitte? Dankeschön. Deppnarrischer! Ich glaube, Sie sind ein Erotiker. Was ist aus mir geworden? Ich habe meine Unschuld verloren. Die kriegen seine Kasse wieder zurück. Da Prost. Kommt Frederik. Wer ist Frederik? Ferry, erklären Sie ihm, wer Frederik ist. Frederik ist Frederik. Hallo. 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 Frederik, allein? Wo haben Sie Martina gelassen? Es hat keinen Sinn mehr, ich geb's auf. Ach, ihr seid ein lustiges Ehepaar. Statt eure Flitterwochen zu genießen, da... Sie hat ihren Bäber und jetzt noch diesen komischen Bergbewohner. Auf unsere Begegnung. Jetzt schauen Sie mich an, als ob Sie enttäuscht sind. Nein, aber irgendetwas fehlt mir. Der Zauber. Nichts geht verloren. Und nichts ist wirklich zu Ende, woran man sich erinnert. Jetzt weiß ich endlich, Sie sind Christian Bewer. Wer bin ich? Christian Bewer, Experte für japanische Kunst. Also in der Jägerkleidung hätte ich Sie nicht erkannt. Sie sind's wirklich und lebendig. Prost, Christian Bewer. Ich erinnere Sie wohl an jemanden. Dessen Bild in meinem Schlafzimmer steht. Ihr Bild. Ach so, Sie wohnen ja in meinem Zimmer. Jetzt muss ich mich wirklich vorstellen. Ich bin Karl Anton Kuhr. Und mein Vetter vertritt mich in der Gästezeit. Ach, jetzt verstehe ich endlich. Und Frederik hält Ihr Bild für Christian Bewer. Welcher Frederik für welchen Bewer? Frederik ist mein Mann und den wirklichen Bewer, den kenne ich gar nicht. Den habe ich von einer Lichtreklame abgelesen. Das ist aber alles reichlich unklar. Ich kann es Ihnen leider nicht klar machen. Und wer sind Sie? Martina Nissen. Das ist mein Mädchenname. Aber Sie sind doch verheiratet. Eigentlich nicht. Dankeschön. Wo ist denn eigentlich der Kleine? Oh, Bob war wieder so entsetzlich, wir haben ihn ins Bett gesteckt. Oh, Bob hat versucht, mir die Haare anzuzünden. Miss Gunny, der Petz wird bestraft. Oh. Oh, Mr. Nathanael. Frederik. Ach, bitte, Frederik, kümmern Sie sich doch um Nathanael, ja? Ja, das wäre sehr nett.
Wissen Sie, Ferry, ich weiß mir keinen Rat mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich mit Bob machen soll. Naja, ich habe ihn auch zu sehr verwöhnt. Ja, weil Sie ihn lieb haben. Sicher habe ich ihn lieb, aber er verträgt es nicht. Andere vertragen das sehr gut. Gottes Willen. Also das kann nicht sein. Nathanael ist reif zum Abschuss. Wir müssen ihn ins Hotel bringen. War gut. Warum Dobler? Ich habe einen Auftrag für Sie. Jo. Entschuldigen Sie, ich brauche ein Foto. Ein Foto, ja? Nein, nicht von mir. Den Herrn da drüben sollen Sie fotografieren. Aha. Nein, nicht jetzt, nachher im Hotel. Ich sag's Ihnen dann schon. Und benehmen Sie sich möglichst wild. Wild? Ja, also bitte das Ganze recht wild. Ganz groß. Londons. Da war sie aber der frische Wind, der einem den Kopf klar macht. Kopf klar macht? Kopf klar macht? Moment, da habe ich... Oh, Moment, Melabon, das wirkt immer. Oh, ich habe jetzt bei mir... Das weg. Aber Kinder, wer wird denn vor leeren Gläsern sitzen? Was darf sein? Was zu trinken? Ein Glas Whisky. Wasser. Ein Glas Wasser? Zwei Whisky? Hier habe ich... Oh, pardon. Hallo, hallo! Ihr gehört ja mir! Sollen wir morgen! Prost, Servus! Genug des Gräuels! Die Stunde der Buße! Ist längst vorüber, es ist 11:45! Drei Viertel zwölf! Ladies and Gentlemen of the Rundfunk! Gebrauchet die Läuterungsmittel des Kontritionismus! Es ist 11:45. Wo eure Seele sitzt, da klafft ein Loch, aus dem die Fäulnis zum Himmel stinkt. Nur diese Knirschung kann euch retten. Spuckt das Laster aus euren verrotteten Brüsten. Gebrauchet die Jodkur der Reue. Schlagt euch! Fürchtet den Fußtritt der Gerechtigkeit! Nathanael ist abgeschossen. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, dann fahre ich nach Hause. Ja, ist gut. Und bitte, würden Sie Mrs. Miller mitnehmen? Ich will aber noch da bleiben. Nein, es ist besser, wenn du jetzt hier verschwindest. Mit dem Erzengel, da wäre schon allein fertig. Sehe ich Sie noch? Du siehst mich noch. Bis später. Komm. Ja. Hat's geklappt? Ich habe ihn. Also dann. Ja, wild. Mr. Dobbs, könnte ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen? Der Herr Wurmdobler, der Fotograf, will um keinen Preis mit sich reden lassen. Kommen Sie. Ich meine, es ist ja auch sein gutes Recht. Es ist sein Beruf. Er will das Foto an die Weltpresse weitergeben. Das ist unmöglich. Das bricht mein, wie sagt man, mein Neck. Knack. Sie sind mein einziger Freund. Sie müssen mir helfen. Jessica, sie hat mich in den Pfuhl gezogen. Jetzt raffen Sie sich zusammen. Schauen Sie dem Fotografen ins Auge. Und versuchen Sie, ihn umzustimmen. Ja. Nein. Was haben Sie eigentlich gegen den Mann, mit dem Sie verheiratet sind? Nach Ihren Erzählungen ist er doch sehr sympathisch. Diese Ehe ist aus ganz sachlichen, nüchternen Gründen geschlossen worden. Passt doch großartig in diese nüchterne, sachliche Zeit. Die Zeit ist ja gar nicht sachlich. Wir machen sie nur dazu. Wir versachlichen sie. Und uns selber auch. Wenn ich Sie recht verstanden habe, waren es doch Sie selbst, die dieses Abkommen vorgeschlagen hat. Ich habe mich eben geirrt. Seit wann weißt du das? Seit
dass ich hier bin. Ja, Mr. Dobbs, der Mann ist unerbittlich, begreiflicherweise. Er sieht sich bereits als internationaler Reporter. Geben Sie ihm Geld. Natürlich, aber das genügt nicht. Er verteidigt Mrs. Miller, weil er bis zum Wahnsinn in sie verliebt ist. Er ist ein äußerst wilder und zügelloser Bursche. Oh, my dear friend. Nix, my dear friend. Ich bin ermächtigt, in seinem Namen Bedingungen zu stellen. Stellen Sie. Gut, also schreiben Sie doch zuerst einmal einen Scheck auf den Namen Wolfgang Amadeus Wurmdobler. Wie viel? Sagen wir $1,000. Wie schreibt man Wurmdobler? Ah, W. Wurmdobler. Oh, W. Wurmdobler. Außerdem schwören Sie, dass Sie sofort abreisen, dass Sie Mrs. Miller nie mehr belästigen werden und dass Sie nicht eine Rede mehr gegen den Alkohol loslassen werden. Dobbs. Falls Sie das schwören, geht die Sache in Ordnung. Okay. Bitte. Lassen Sie das doch. Sie sind mein Retter. Sie war die Schlange, das apokalyptische Tier. Ein Gentleman bezeichnet eine Dame, die er geliebt hat, nicht das apokalyptische Tier. Somit, gute Reise, Mr. Dobbs. Danke. Also, das war der schönste Tag meines Lebens. So? Naja, es war kein schlechter Tag. So, jetzt kaufe ich mir ein Bier. Ja, tun Sie das. Nein, Moment. Vielleicht zwei. Donnerwetter. Zwei. Kein grauer Wagen. Kein grauer Wagen. Wollen Sie ihn unbedingt finden? Ich muss ja schließlich zurückfahren. Nicht unbedingt. Ist dir klar, wohin wir gehen? Wir gehen aufeinander zu seit heute Morgen. Ist dir das klar? Ich glaube ja. Komm, du bleibst bei mir. Das Schicksal ist wunderbar mit uns gemeint. Du redest vom Schicksal und meinst den Zufall. Ich hab dich gern und ich möchte, dass du heute bei mir bleibst. Du doch auch. Vielleicht. Gott sei Dank, dass wir da sind. Sie sind ja wie ein Irrer gefahren. Ich habe mich gar nicht getraut, Sie anzusprechen, sonst wären wir bestimmt im See gelandet. Mir lege wenig dran. Na, Sie sind gut. Also ich hätte gerade jetzt keine Lust zu sterben. Und Sie auch nicht. Warum? Weil es so schön ist zu leben, wenn man verliebt ist, Dummkopf. Was denn das? Da ist doch jemand. Was ist denn da los? Friedrich, um Gottes Willen, ist ja gar nie Winnetous Rache, das ist Bob. Ist ja entsetzlich, dieser Lausebengel, was der wieder angestellt hat. Ach, ich habe genug, ja. I go forever. Ja, Garni, Sie haben vollkommen recht, ich kann Sie verstehen. Ach, Friedrich, ich bin verzweifelt mit dem Jungen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich muss Karl Anton endlich finden. Du wirst ja doch kein Zimmer bekommen, höchstens auf dem Dachgarten oder im Musiksalon. Lassen wir das Schicksal sprechen. Und den Hotelportier. Bedauere, mein Herr, es ist alles besetzt. Es aber tut ich habe leid. Bestellt. Ibrahim Nam Khan. Guten Abend, Herr Graf. Haben Sie für mich ein Zimmer? Natürlich für Sie, Herr Graf. Zimmer 17 mit Balkon, bitte. Bitte, Herr Graf. Den Balkon hätten wir nicht unbedingt benötigt. Aber ich habe bestellt! Ibrahim Namur Khan! Es tut mir leid. Ja? Ja. Martina! Wir suchen dich überall. Ja? Das heißt, dein Mann sucht dich. Ja. Ihr Mann hat Mrs. Miller nach Hause gebracht. Sie haben versäumt, ja. Wie Mr. Ferry Mr. Dobbs bekehrt hat. Ah, da ist sie ja. Martina! Ich glaube, Ihnen ist verloren gegangen, eine große Begabung als Erpresser. Ja, ich glaube überhaupt, mir ist was Großes verloren gegangen. Ja, yeah, I think so too. Ibrahim, Namu, Khan! Ist die Bar noch offen? Jawohl, Herr Graf. Nummer 17 mit Balkon. Oh, Sie sind ein guter Schicksal für mich. Reden Sie lieber nicht vom Schicksal, bevor es sich erfüllt hat. Ich danke Ihnen.
mein Gepäck auf Zimmer 17. Mit Balkon! Guten Morgen, Herr Graf. Hat der Unverdorn meine Kleider gebracht? Jawohl, Herr Graf. Und wo kann ich mich umziehen? Wo's wohin, bitteschön? Guten Morgen. Morgen. Bring mir ein Bier und ein Gulasch. Ja, bitte. Guten Morgen. Was gibt's? Bier, Wein, Gulasch und Salami. Whisky? Haben wir nicht. Nur Bier, Wein und Steinhäger. Na gut, dann ein Bier und ein Steinhäger, aber doppelt. Ja, bitte. Morgen. Morgen. Gestatten Sie? Bitte schön. Darf ich Sie fragen, warum Sie mich so ausführlich anschauen? Sie sehen jemandem ähnlich. Ach, schon wieder. Und darf ich wissen, wem ich ähnlich sehe? Danke. Das Gulasch kommt gleich. Ja, Sie scheinen keine sehr große Meinung von meinem Doppelgänger zu haben. Ich hasse den Kerl. Fräulein, noch ein Steinhäger, bitte. Ich möchte ihn umbringen. Warum tun Sie es nicht? Weil er nicht da ist. Ich bin wehrlos gegen den Mann. Bring mir auch einen Steinhäger. Wehrlos. Man kämpft nicht gegen Abwesende. Besonders bei Frauen. Na, das kommt darauf an. Die Fairness verbietet es. Der Anstand. Wenn es um Frauen handelt, ist Fairness nicht immer gerade richtig am Platz. Aber eins ist immer richtig. Und das wäre? Das Gefühl. Denn da gibt es nur ein Recht des Stärkeren. Und der Stärkere ist, wer das stärkere Gefühl einsetzt. Ihr habt es leicht hier vom Land. Für euch ist die Liebe kein Problem. Die Liebe ist nie ein Problem, sondern ein Naturereignis. Man tut's oder man lässt es bleiben, aber im richtigen Augenblick. Sonst ist es vorbei. Prost. Das war mein Todesurteil. Nein, das war mein Todesurteil. Ja? Ja, bitte. Na, endlich. Ich habe auf Sie gewartet. Ich habe mir gedacht, Sie würden noch kommen, um mir alles zu erzählen. Na, was ist denn? Brechen Sie nicht zusammen. Nathanael hat Sie verstoßen. Also dafür sollte man ihn wirklich... Na? Einen Kuss geben. Dem steht nichts im Wege. Das heißt, ist das fair gegen Karl Anton? Ach, ich glaube, auf den geschiedenen Mann, da kann man nicht auch noch Rücksicht nehmen. Siehst du, sehen Sie. Siehst du, war besser. Ja, siehst du. Karl Anton ist ein wundervoller Mensch, aber für mich war er eben eine Spur zu wundervoll, glaube ich. Du bist nicht wundervoll. Hm? Aber wunderbar. Jessie, die Sache hat leider wie jedes Glück einen Haken. Ich bin nämlich nur ein kleiner Angestellter in der Versicherungsbranche. Versicherungsbranche? Du wirst mich täglich versichern. Gegen Untreue, Lieblosigkeit, Streit. Grüß Gott, Durchlauch. Hast du mitgegeben? Jawohl. Aber die Briefe nach Japan, die hebe ich vorläufig auf. Ja, warum denn? Man kann der Eisenbahn nicht zumuten, nach Japan zu fahren, tagtäglich, wegen einem Brief. Darum sammle ich die Briefe, bis ein ordentliches Päckchen zusammenkommt, das sich lohnt. Na, sowas. Ja, und was geschieht mit Bob? Ich kann doch nicht der Vater von Karl Antons Sohn werden. Dann wäre ich ja mein eigener... Das kann ich ja gar nicht ausrechnen. Ich bin ja wegen des Jungen hierher gekommen. Weißt du, Ferry, ich liebe mein Kind sehr. Aber ich kann ihn nicht erziehen. Da bin ich hilflos. Dich brauche ich nicht erziehen. Nein, das brauchst du nicht. Ich erziehe dich. Und was du da vorhin einen Kuss genannt hast, das war keiner. Sowas macht man entweder ordentlich oder überhaupt nicht. Du vergisst, dass du im Schlafzimmer einer Dame bist. Eben. Ich
bin sonst nicht gerade neugierig, aber ich möchte schon sehr gerne wissen, wem ich so ähnlich sehe. Wie heißt denn der Mann? Bever. Christian Bever, wenn Sie es interessiert. Ach so. Kennen Sie den Mann schon lange? Nur vom Bild, ein blödes, widerliches, dummes. Und das schaut mir schmeichelhafterweise so ähnlich. Ja, nicht ganz genau so, wie ich zuerst gedacht habe. Es wird ein bisschen jünger, dafür arroganter. Donnerwetter. Warum lachen Sie? Ich freue mich, dass ich nicht Christian Bever heiße. Ja, freuen Sie sich lieber, dass Sie nicht Christian Bever sind. Und auch nicht der Mann, den Sie am Berg getroffen hat. Der am Berg? Das war ein ausgemachter Idiot. Na, der Idiot war ich. Nein. Lassen Sie schon mir den Vorrang. Nicht gern, weil Sie mir so sympathisch sind. Das ist aber nett von Ihnen. Prost. So ist Leben. Du auch. Fein, dass wir uns getroffen haben. Nicht wahr? Servus. So, und jetzt gehe ich schlafen. Oh, ich gehe ins Wasser. Ah, das würde ich nicht tun. Das ist gar kein sympathischer Tod. Baden. Ach so. Viel Vergnügen. Dank dir. Übrigens, du kannst mich mal... Hey, hallo, Vorsicht. ...im Schloss besuchen. Ja, du mich auch. Schlaf gut. Dein Hut. Dann nicht. Dass Sie das Bild meines Neffen in Ihrem Zimmer haben. Darum habe ich es weggenommen. Ich hatte das Bild nicht ungern. Eben? Das schickt sich nicht. Auch nicht, dass Sie getrennt von Ihrem Mann schlafen. Das ist heute so üblich. Ich habe nie Briefe an fremde Männer geschrieben. Bitte, meine Briefe sind meine eigene Sache. Mein eigener Mann war sehr sympathisch. Außer wenn er Fliegen fing. Meine Ehe ist eine Scheinehe. Unsinn. Doch. Mein Mann will eine Bierbrauerstochter heiraten. Mein Neffe hatte denselben törichten Gedanken. Dabei hat er gar nicht gern Bier getrunken. Darum hat er sich auch scheiden lassen. Übrigens ist sie jetzt hier. Mit ihrem Kind. Hier? Geschiedene Frau mit Kind? Bierbrauerstochter. Diese Mrs. Miller ist die Frau, die du heiraten willst. Du hast sie hierher kommen lassen. Das übersteigt alle Grenzen der Taktlosigkeit, der Geschmacklosigkeit. Das ist einfach gemein. Ich habe nie daran gedacht, sie herkommen zu lassen. Sie ist zufällig hier, ja? Du hast zufällig der Reise hierher zugestimmt, damit du zufällig in meiner Gegenwart mit ihr zusammen hier sein kannst. Und hör mich doch an! Ich will nicht hören, wie du lügst. Ich lüge nicht. Ich war niemals mit dir verlobt. Sie ist mir tatsächlich zufällig angefallen, damals in London, wie du von Bever gesprochen hast. Wenn du schon lügst, lüg wenigstens gescheiter. Martina, ich habe gerade einen Brief bekommen von deinem Anwalt. Er schickt mir die Verträge mit den Nissenwerken. Aber ich verzichte, hörst du? Ich verzichte. Ich lehne alles ab. Ich lasse mich von dir scheiden. Melden Sie ein Gespräch an, London, Kensington 3375, Nissenwerk. Frederik! Lassen Sie das. Ich reise ab. Herr Graf! Herr Graf! Herr Graf! Herr Graf! So wachen Sie doch auf, Herr Graf! Herr Graf! Sind Sie wahnsinnig? Ich nicht, die Neuvermählten. Er tobt, sie weint, sie reisen ab. Und unser Geld. Wenn die abreisen, können sie ihr Geld per Pedis Apostolorum oder wie das heißt, nachlaufen. Herz! Old Shatterhand, soll ich mal wieder aufpassen, dass dich keiner sieht? Ja, bitte, sei so lieb. Ja? Gut, ich halte Wache.
Ja, schön. Warum hast du diesen Herrn Bewe erfunden? Weil ich ihn brauchte. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber jetzt darfst du ihn nicht mehr brauchen. Warum nicht? Weil man ein Spiel nicht so weit treiben darf, bis es ernst wird. Was meinst du damit? Was weißt du denn überhaupt von alledem? Nicht viel. Aber dass es keinen Herrn Bewe gibt, das hast du mir doch selbst erzählt und... Schau, Martina. Ich bin auch kein Bewe. Verstehst du mich? Kein Wort. Du hast einen Ersatzmann geschaffen. Weißt du, ich bin kein Ersatz. Und außerdem hast du genau den Mann, den du von Anfang an wolltest. Ach, du fantasierst ja. Nein. Gestern haben wir fantasiert, wir beide. Denn du liebst nicht mich, du liebst ihn. Ich habe das nicht sehr gerne eingesehen. Ich war verliebt in dich. Verliebte sind nicht gescheit. Tut es dir denn leid? Vielleicht ist es ganz gut so, wie es gekommen ist. Vielleicht nimmst du als Frauensee so viel Vergangenheit mit, wie du für deine Zukunft brauchst. Bitte komm mit. Hallo, hören Sie mich? Hier spricht Fleury. Ich ordne an, dass die Produktion der neuen Typen gestoppt wird. Sofort. Du bist verrückt, Frederik. Bitte sei doch vernünftig. Ich habe die Vollmacht. Wir bringen sie nicht heraus. Das Fleury-Patent erlischt. Er ist wahnsinnig. Er ist betrunken. Die Arbeit im Laboratorium wird eingestellt. Die Pläne werden vernichtet. Die Modelle zerstört. Hallo. Hallo. Hallo, London. Hören Sie auf. Sie sprechen in die Luft. Ich habe längst abgeschaltet. Dann schalten Sie sofort wieder ein. Ich muss unbedingt sprechen. Im Gegenteil. Sie müssen sich erst mal beruhigen. Na gut, dann gehe ich zum Postamt. So dürfen Sie nicht an mir vorüberlaufen. Ich stehe nämlich unter Denkmalschutz. Aber liebe Tante Mathilde... Ich bin durchaus nicht deine liebe Tante Mathilde. Vergiss nicht, dass du mir noch 16.000 Schilling schuldig bist. Aber die habe ich dir doch schon längst zurückgegeben. Ein Graf Kur sollte in Gegenwart der Gäste nicht über seine Schulden streiten. Tja, schön, dass wir uns getroffen haben, nicht wahr? Servus. Frederik, bitte. Ich habe die Briefe Ihrer Gattin an mich genommen. Ich meine die Briefe nach Japan. Der Inhalt ist äußerst interessant. Besonders die Unterschrift. Das geht mich gar nichts an. Lassen Sie mich in Ruhe. Es gibt keine Überschrift und es gibt keine Unterschrift. Und in der Mitte keinen Brief. Ich habe nur einen geöffnet. Aus Diskretion. Aber es würde mich interessieren, ob alle anderen auch leere Blätter sind. Ihre Gattin ist scheinbar nicht ganz normal. Aber das wird sich geben, wenn sie erst nicht mehr in getrennten Zimmern schlafen. Ich bin so froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Jessica, was machst denn du hier? Weißt du, ich wollte dich gerne mal wiedersehen. Aber jetzt möchte ich außerdem noch deinen Cousin heiraten. Den Ferdi? Tja, wenn du nichts dagegen hast. Was soll ich denn dagegen haben? Oh, ich dachte wegen Bob. Bob? Was, Bob ist hier? Ja. Der Bub, den ich vorhin getroffen habe? Ja, das ist Bob. Ich habe ihn dir mitgebracht. Deshalb bist du gekommen? Ja, Karl Anton.
Weißt du, ein Baby gehört zu seiner Mutter, aber ein Sohn braucht einen Vater. Wo ist denn Bob? Ich weiß nicht, ich suche ihn ja gerade. Halt, etwas fehlt noch. Damals, da haben wir nämlich den Abschiedskuss vergessen. Danke. Danke dir herzlichst. Juwaruwa! Oh, Chatterhand! Na komm, spring doch. Oder hast du Angst? Nein. Na so, spring. Du. Ein kleiner Winnetou. Mein großer weißer Bruder. Er hat doch recht gehabt. Wer? Der Berggeist. Könntest du einmal in meiner Gegenwart nicht von anderen Männern sprechen, sondern ausnahmsweise von mir? Sicher, von jetzt ab. Denn das Leben ist viel zu kurz für Umwege. Ich aber bin entschlossen, von den 80 oder 90 Jahren keine Minute zu verlieren. Das habe ich doch gesagt. Aber nicht eingehalten. Thank you.